Meisterbauer Gaming ist zurück mit einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar von den Mods, die heute am Dienstag, 18. Januar 2022 veröffentlicht worden sind. Bevor wir starten, möchte ich mich gerne bei David für das Abo bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es geht aufwärts in die richtige Richtung. Ganz herzlichen Dank nochmal. Heute gibt es 12 neue Mods und ein Update, und mit diesem Update starten wir auch gleich. Und zwar haben wir den Massey Ferguson 8700S oder anders gesagt die 8700S Serie von Blauware. Downloadgröße 14,99 MB, jetzt in der Version 1.0.1.0, und dieser Mod ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, dass kleinere Fehler behoben worden seien, die schwarze Option hinzugefügt worden sei, und das ist die Version, die wir vor uns sehen. Des Weiteren sei das Tagfahrlicht hinzugefügt worden. Originale Warnschilde sind auch hinzugekommen. Des Weiteren wurden auch noch Radoptionen neu bearbeitet und das Mod- und Store-Symbol wurde geändert. Die Massey Ferguson 8700 Series Mod habe ich schon vor einiger Zeit mal vorgestellt gehabt. Deswegen gehe ich nur ganz kurz durch und nicht in alle Details. Die Konfiguration, die hinzugekommen ist, auf jeden Fall ist die Konfiguration Standard oder Schwarz. Dann sind die Warnschilder geändert worden und auch die Radoptionen, da sind gewisse Optionen hinzugekommen. Kostenpunkt für die Standardausführung mit 300 PS ist bei 250.000 Euro. GEF D25 bringt uns den Strautmann Terra Vitesse 5201 Do. Es handelt sich dabei um einen Kombi-Ladewagen mit einem Doppelnutzen. Der Strautmann Terra Vitesse kann genutzt werden sowohl als Ladewagen wie auch als Transportwagen für Häckselgut. In der Standardausführung hat der Terra Vitesse 5201 DO ein Ladevolumen von 50 Kubikmetern, hat ein Gewicht von 14,7 Tonnen, braucht 240 PS, hat eine maximale Arbeitsgeschwindigkeit als Ladewagen von 20 km/h. Die Reifen können geändert werden von Trelleborg, Michelin, BKT, Wredestein und zurück zu Trelleborg. Natürlich kann diesem Ladewagen auch ein Siliermitteltank hinzugefügt werden und natürlich kann auch das Nummernschild hinzugefügt oder geändert werden. Kostenpunkt in der Standardausführung ist bei 131.000 Euro. Die Mod hat eine Downloadgröße von 5,81 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Massey und der Straudi, die stehen in einem Unterstand von Razak. Downloadgröße 6,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich um ein Paket von zwei Ballen oder Fahrzeugunterständen. Zu finden im Baumenü unter Hallen finden wir die beiden Lizard-Hallen, Kostenpunkt je 25.000 Euro in der Version Shed 1 oder Shed 2. Ein weiteres Set von Unterständen kommt von Riot G-Play, Downloadgröße 0,99 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt das Paket mit vier verschiedenen Unterständen. Hier sehen wir gerade mal den Unterstand 1 und 2, respektive hier genannt Unterstand und Unterstand. Und hier haben wir die beiden anderen Unterstände, die zu dem Pack der vier Unterstände gehören. Es gibt also zwei Unterstände, die eher für kleinere Maschinen gedacht sind, und dann gibt es zwei größere Unterstandshallen. Kostenpunkt zwischen der Kostenpunkt liegt zwischen 20.000 und 40.000 Euro, je nach Größe, die man hinbauen möchte. Diese Wasserquelle oder Brunnen kommt von Erschaber VSR Modding Sur, Downloadgröße 0,22 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Kann gefunden werden im Baumenü unter Container, Kostenpunkt fürs Hinbauen 500 Euro. Und ist klar, eine Wasserquelle, die man nutzen kann, um seine Gewächshäuser oder Kuhställe oder Tierställe zu befüllen. Vorsicht hier, das Befüllen ist nicht kostenfrei.
Der Kontostand wird also negativ belastet, sobald man hier Wasser abtankt. Der Kuhn Deltis 1302 MTA3, dieser Spritzer hier, kommt von Mada HR, Downloadgröße 9,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei natürlich um eine Spritze für Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel, kommt ohne Konfigurationsmöglichkeiten, hat ein Fassungsvermögen von 1300 Liter, wiegt 1,1 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 21 Metern und arbeitet bei 12 km/h. Kostenpunkt für diese Spritze ist 30.000 Euro. Wer die Power Tools nicht installieren will und trotzdem schwere Objekte herumheben will, dem kommt die nächste Mod natürlich ganz gelegen. Und zwar ist diese Mod von LSMT Modding Team Stefan Christian. Und zwar heißt dieser übersetzt Kraftpaket und erlaubt mit dem Drücken der Alt-Taste Objekte natürlich herumzuheben. Ich glaube, das ist jetzt der dritte oder vierte Mod, der zulässt, dass man Objekte, die schwerer sind als X, herumheben kann. Einmal gibt es den Lumberjack, also den Holzfäller-Mod, dann eben jetzt das Kraftpaket, die Power Tools und so weiter und so fort. Downloadgröße für diesen Mod ist 15 KB in der Version 1.0 und ist nur für PC und Mac. Dieser Lizard-Grubber kommt von Kastan 18, Downloadgröße 3,62 MB, Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Shop natürlich unter dem Grubbern zu finden und heißt Kultivator. Kommt mit der Möglichkeit, eine Walze oder eine Welle hinzuzufügen. Auch haben wir hier eine größere Farbpalette für die Hauptfarbe, als auch natürlich dieselbe Farbpalette für die Designfarbe. Der Grubber wiegt 750 Kilo, benötigt 30 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern und arbeitet bei 15 km/h. Kostenpunkt für den Grubber, so wie er hier angeboten wird, ist bei 2300 Euro, also ein sehr erschwingliches Gerät, was auch mit einem nicht sehr leistungsstarken Traktor betrieben werden kann. Dieser Liebherr TL436-7 Teleskoplader kommt von KRKZ Modding, hat eine Downloadgröße von 15,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich kommt dieser Teleskoplader ohne die Ballenzange, die habe ich natürlich nur hinzugefügt, damit er nicht so leer dasteht. Bei diesem Teleskoplader gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Reifenhersteller können geändert werden von Trelleborg nach Michelin, Mitas, BKT und Nokian Tires. Auch die Reifenvarianten gehe ich natürlich wie immer nicht alle durch. Dann gibt es hier die Möglichkeit, einen Frontschutzbügel hinzuzufügen. Dann gibt es zwei verschiedene Optionen von Rundumleuchten, einmal eine Standard RUL oder eine in der Version von LEDs. Des Weiteren kann natürlich hier auch noch hinzugefügt werden, ein Kotflügel oder die Kotflügel oder halt eben ohne. Bei den Farbeinstellungen gibt es hier lediglich die Möglichkeit, die Felgenfarbe dem Body anzupassen. Das heißt also die Version in Orange. Diese Maschine kommt mit 122 PS. Wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 120 Litern, Maximalgeschwindigkeit bei 40 km/h und wiegt 7,1 Tonne. Kostenpunkt in der Standardausführung und ohne Änderungen 73.000 Euro. Die North Modding Company bringt uns etwas für die Winterarbeiten, und zwar die Silium Multischneeschaufel. Downloadgröße 6,51 MB in der Version 1.0. und für PC und Mac. Die Schneeschaufel hat in der Standardkonfiguration ein Fassungsvermögen von 6000 Liter, kann aufgestockt werden unter Konfiguration mit der Erweiterung auf 9000 Liter. Das Design kann angepasst werden zu der D-Edition oder die Basis-Edition. Des Weiteren können Schaufelkanten hinzugefügt werden, und zwar haben wir die Option von Shark P300 oder Olofs Force 500.
Die Schaufel wiegt 1,2 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 4,6 Metern und arbeitet bei 15 km/h und kostet in der Standardausführung ohne Erweiterung 11.000 Euro. Die manuelle metrische Entladung kommt von Vertex Float, Downloadgröße 19 kb in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod erlaubt uns manuell zu steuern, wann und wo der Drescher entladet werden soll. Also wir haben hier den Drescher in der Position, wo er normalerweise automatisch entlädt. Und ich kann dies jetzt, nachdem ich die Mod hier installiert habe, manuell aktivieren, indem dass ich die natürlich standardmäßig die I-Taste drücke. Von LS Agrar Ole kommt der Fliegel ASS 298, Downloadgröße 3,72 MB, Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei hier natürlich um einen Anhänger, der Bulkmaterialien, Schüttgutmaterialien transportieren kann. Hat in der Standardausführung ein Fassungsvermögen von 48 Kubikmeter, wiegt 8,1 Tonne und kann mit Trelleborg-Reifen, Michelin-Reifen, Mitas, BKT, Fredestein-Reifen ausgestattet werden. Und natürlich kann auch hier das Kennzeichen hinzugefügt respektive geändert werden. Kostenpunkt in der Standardausführung 61.000 Euro. Vorne diese Klappe hier kann bewegt werden mit der linken Maustaste und der Bewegung hoch und runter. Und der Anhänger, der kippt also sich nicht hoch beim Abladen, sondern die vordere Schiebewand wird nach hinten gedrückt. Wenn wir uns am Abend nach getaner Arbeit entspannen wollen und auf unseren Hof zurückgehen, kommt die nächste Mod erst richtig zur Geltung. Und zwar handelt es sich um das Gartenleuchtenpaket. Dieses Paket kommt mit 4 verschiedenen Beleuchtungsmöglichkeiten für den Garten. Einmal hier die eine. Dann haben wir die zweite Version hier. Das ist dann die dritte Version. Und dann hier die diskrete vierte Version. Können wir im Baumenü unter Lampen finden, und zwar sind diese 4 Lampen hier. Die ersten 3 Versionen kosten 350 Euro je Stück und die diskrete Version, bei der wir gerade stehen, ist 1000 Euro je Stück. Diese Gartenleuchten werden präsentiert von BlendArt, Downloadgröße 0,69 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Mit diesem herbstlich verregneten Abend möchte ich mich auch heute schon wieder bedanken fürs Dabeisein. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Das waren die 12 Mods und das eine Update, das heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden ist. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die mir ein Abo gegeben haben, ein Like gegeben haben und natürlich auch den Kommentar oder die Kommentare, die mich mittlerweile erreicht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Bitte lasst mir doch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ich solche Video weitermachen soll. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Circa um dieselbe Uhrzeit, wenn die nächsten Mods, die morgen veröffentlicht werden, wieder vorgestellt werden. Nochmal ganz herzlichen Dank, tschüss, auf Wiedersehen und hasta luego.